Lieber Fritz, herzlich willkommen, dass du zu uns gekommen bist. Gerne. Jemand, den ich seit 36 Jahren, ich habe jetzt mal ganz gut nachgeschaut, als sehr guten Partner erlebt habe bei dem Thema Geflüchtete. Vor allen Dingen, wenn es darum ging, Menschen durch Arbeit zu integrieren. Ja. Da bist du eigentlich immer ein Vorbild gewesen. Der Anlass unseres heutigen Treffens ist, wir haben in Deutschland jetzt sehr viele Geflüchtete aufnehmen müssen, sehr viele aus der Ukraine. Wir wissen, dass die Zahlen noch steigen, aber auch aus vielen anderen Ländern. Wir haben auch in Fürstenfeldbruck inzwischen sehr viele. Im Fliegerhorst haben wir bekanntlich eine Erstaufnahmeeinrichtung. Dort sind jetzt momentan ungefähr 1000 Menschen untergebracht, die momentan noch nicht arbeiten dürfen, weil die meistens nach 4 Wochen woanders hin verlegt werden. Aber auch in unserem Landkreis Fürstenfeldbruck bekommen wir meistens jetzt 50 Personen pro Woche zugewiesen. Wir wissen nicht, wie lange dieser Trend so anhält. Aber ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass wir die Menschen integrieren. Und bekanntlich läuft es ja am besten, wenn die Menschen eine Arbeit haben. Und da können wir beide eigentlich schon auf eine lange Tradition zurückgreifen. Denn Fritz Felber war damals in den 80er und 90er Jahren der Chef vom Fürstenfeldbrucker Bauhof. Damals gab es sogar am Anfang ein Arbeitsverbot für Geflüchtete. Aber wir haben da eine Brücke gefunden, eine Lücke gefunden, wie wir einen Einstieg finden. Und zwar mit sogenannten gemeinnützigen Arbeiten, die gäbe es theoretisch heute auch noch. Damals haben die am Anfang, ich kann mich erinnern, 3 D-Mark bekommen, später mal 4 D-Mark in der Stunde. Das ist inzwischen runtergeschraubt auf die 1-Euro-Jobs. Das ist natürlich nicht mehr so motivierend. Aber Fritz, vielleicht erzählst du einfach ein bisschen, ich habe dir die Menschen vorgestellt und dann sind die bei dir gelandet. Ja. Und wie ist das bei dir dann so weitergegangen? Bei mir? Ich habe die richtig eingeteilt, habe ihnen eine sachkundige Unterweisung gegeben, hab die mitgenommen, ich habe viele Spritzdecken gemacht, Teert und so. Und die habe ich schon gescheit hergenommen, muss ich sagen. Und die waren aber auch willig. Wenn ich dran denke, wie der Farbige, der Alexander da, der, oder wie der quasi? Alexander Namann, was ich erinnere. Ja, auf alle Fälle war der damals der noch. Der war aus Ghana, kann ich mich erinnern? Ja, der war oben im Kurheimwagen untergebracht. In der Ludwigsee. In der Ludwigsee. Und die anderen, dann sind auch nachgekommen, das war Automechaniker und der Wandi war ein Bauarbeiter und mehrer Landwirtschaft. Und der, dann kam noch der Senol Jakub, der war aus der Türkei, der war Kurde und der ist ein ganz ein armen Ding ist der gekommen. Die hatten, da wo er herkam, nicht einmal ein laufendes, gescheites Wasser. Und die haben einen Dorfbrunnen gehabt und da haben die das Wasser geholt. Und der konnte auch nicht Radl fahren. Jetzt haben wir das Radl geschenkt gekriegt von der Nürnberger Rosel. Das hat er gerade schon gekriegt. Und dann hat er das Radl fahren gelernt. Dann habe ich den Jakob habe ich hinten gehalten, Mittag. Mittags habe ich ihn sausen lassen. Und dann ist der hinten über die Halle hinten rüber und vorne her. Und dann ist der gefahren, hat er nicht halten können mehr. Und dann ist er gefahren, bis ich von der Mittagspause wieder gekommen bin. Und dann hat der Jakob geschwitzt, aber das Radlfahren hat ihm so Spaß gemacht. Und dann hat ihm der Grauschosch das Radl geschenkt. Ja, hat er gesagt, Jakob, du, habe ich gesagt, Schosch, den darf man nicht auf die Straße lassen. Der kennt ja kein einziges Verkehrszeichen, gar nichts. Und der hat immer, und der war so lernbewusst und hat immer ein Übersetzungsbücher gehabt von Deutsch auf Türkisch. Der war ein ganz ein netter Kerl, jeder wollte ihn mithaben bei den LKWs und da ist der raus und hat einen Besen um den Glauben abgekehrt. Ich sage, Jakob, ich sag dir eins, du, wenn du nicht funktionierst, geh, dann gehst du wieder. Aber der hat sich zusammengerissen. Und dann hat der Schuli beim Dammbach drunten haben wir ihm eine Liste gebracht. Speziell für Radlfahrer, Bild 224, 200er Klasse halt da, nicht die 306er, die hat er nicht gebraucht, aber der hat dann alles gelernt, der hat die Übersetzung gelernt und hat gut Deutsch gelernt, der Jakob, und dann haben wir ihm das Radlfahren und die Verkehrszeichen beigebracht. Und der Willi hat aber gesagt, du Fritz, gib mir einen Jakob mit, das ist einwandfrei. Und dann war der auch schon so, der hat alles gewusst. Denn wenn du gesagt hast, du hast den Matern, kommt Mischgut, Kaltmischgut und Ding, sag ich, Jakob, riecht einen Forstanstrich her, das und das und einen Rüttler
der war alles da. Also ich muss sagen, der war ganz ein guter Typ. Und das hat auch gar keine Probleme mit den Mitarbeitern gegeben, dass da Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die haben die alle akzeptiert, muss ich sagen, nein, da gibt es nichts. Und der Alexander da, der Farbige, der war den hat dann der Rauchtoni mitgenommen auf Arch zum Fußballspielen. Und dann hat er da drum auf Fußball gespielt, bis dann der Meniskus hier war. Aber der Meniskus war schon angehängt. Und da haben sie noch zum Operieren, ich weiß nicht, was der Toni, wo der Toni hin hat. Und dann ist er nach München gekommen und hat da eine Dame da kennengelernt, da, ein bisschen zwielichtige. Und der, dann ist er nach seiner Zeit ist er dann ausgeschieden, ist er verschwunden. Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was das geworden ist. Aber ich komme mich nochmal an einen anderen erinnert, ich glaube, der war auch im Bruck gewesen, der sich mit dem Finger weggeschnitten hat. War das, der war der im Bauhof im Bruck? Nein. Ja, was woanders. Nein. Und einer hat sich mal die Zehe weggeschnitten, aber es kann sein, dass das in Puchheim gewesen ist. Nein, bei mir hat sich da ist nichts passiert, gell? Nein, das war gar nein nicht. Kann man nicht sagen. Ich muss sagen, die Burschen, die ich gehabt habe, ich habe das richtig zurechtgewiesen, habe ihnen gesagt, wie es arbeiten geht und habe die schon richtig hergenommen und zwischen ganz vornige Typen, nämlich der Stangelenz und die haben die schon. Die haben die schon nicht auslassen. Schau mal, dass du weiterkommst, da, das ja, da, ja, da. Oder beim Spritzdecker mal als Optiker. Und Ding hat der Lenz gesagt, gib mir den mit da, den. Sag ich, du sei nicht so grob zu dem. Nein, hat er gesagt, den tue ich nichts, der muss bloß spüren. Und dann, was auch interessant war, ich meine, die meisten haben ja angefangen mit unseren gemeinnützigen Arbeiten, das war der Einstieg sozusagen. Ja. Und da haben ja einige dann einen Arbeitsvertrag gekriegt. Und ich den Judy, der war zuerst im Waldhof drum. Der Judy. Und dann hat er ja bei euch noch weitergemacht. Ja. Der ist inzwischen in Rente, hat glaube ich jetzt so 30 Jahre bei der Stadt an ungefähr gearbeitet. Ja, so ungefähr. Der Judy, an Judy kann ich mich noch gut erinnern. Der Judy ist dann im Waldhofen aufgekommen. Und dann sind er noch zwei Tage, die der Hader gehabt hat, zur Gärtnerei gekommen sind, zum Laub machen und Zeug und Dinge. Und der hat, ich muss sagen, das waren die, wir gehabt haben. Weil wenn er nicht funktioniert hätte, hätte ich ihn gleich weitergehabt. Also gleich Ding. Aber die waren ehrlich alle gut drauf, muss ich sagen. Willi. Muss ich schon sagen, dass die Dinge, also dann geht es weiter. Mit der Nürnberger Rosenzentral, der hat da drüben gewohnt, bei der Kristalloptik, da wo heute Skala ist, da war doch so. Da war mal Unterkunft. Ja, da war eine Unterkunft drum. Gehabt, ja. Und da waren ein paar so Burschen drum. Und der ist dann mit einem anderen Türken da, der ist ein super Unternehmer, haben sie dann schwarz gehabt, haben sie nicht erwischt, in Starnberg. Aber das war aber ein Zeichen, dass eigentlich alle fleißig gewesen wären. Ja, der, nein, da gibt es nichts. Nein, ich tat ja Unrecht, wenn ich sage, die Hände rumdruckt oder sonst was. Nein. Aber das Schöne war ja das, dass die auch so angenommen worden sind. Die sind jetzt nicht irgendwo in Decken gestellt worden, sondern die waren dabei gewesen. Nix. Ja. Nix, da hat es nichts gebracht. Da hat es nichts gebracht. Der Jakob, der hat ja zu den Dingen hingehabt. Dann die haben gesagt, da sitzt der. War ein bisschen schüchtern am Anfang, bis es noch gegangen ist. War der schon da, muss ich sagen. Gibt es nichts zu sagen. Und die waren ja dabei, wenn es im Bauhof einmal was zum Feiern gegeben hat, das hat es ja auch mal gegeben oder ja, so. Ja, freilich, waren die schon dabei. Hat es nichts gebracht. Aber ich habe schon, ich hab schon oft zurechtrichten müssen. Weißt du, und dann geht es da weiter. So wie dann ein Peter war. Der hat dann den Schnapsal gegeben. und das viel Bier haben sie dann erwischt gehabt. Gell. Sag ich dir, jetzt hört es einmal auf mit den Schmarrn, lass doch die Leute mal stehen. Da, und der Ungar, der. Und er hat's Laszlo. Und der Uwardi. Ja, der hat ganz gern was tun, gell? Das der hat ja. Ein bisschen was geht er noch. Mhm. Ja, und der ist noch dahinter gekommen, da zum. Und der Trippini, wenn die was gekriegt haben und so, der hat dann immer hinten Schnapsal gehabt. Und dann ist der hintermarschiert, gell, und hat da
Ja. Da hat er geschaut, dass er was erwischt. Und das war natürlich Gift. Ich habe das schwer verurteilt. Weil ich habe unterm Tags habe ich immer überhaupt nichts getrunken, kein Bier nicht oder sonst was. Und da geht es einmal los, dass du ein Vorbild bist. Das stimmt, und, ja. Ja, geh. Okay. Ja, also, was sind wir denn? Das ist, mir war das einmal ganz wichtig, dass man da einen Chef gehabt hat, der gewusst hat, wo es lang geht, ja. Und der natürlich auch die Vorbildfunktion gehabt hat. Ja, sowohl für unsere Flüchtlinge damals, aber auch für die Mitarbeiter natürlich, wenn man mit den Leuten umgeht. Ja, ja. Ja, ich habe es 30,5 Jahre lang gemacht. Wow, klang das nicht? Ja. Ja. 45 Jahre habe ich durchgehend gearbeitet, dann hat der kleine Minister. Der Blüm, der hat dann das mit der Altersteilzeit rausgebracht und darum habe ich früher gehen können. Ich bin der Erste gewesen bei der Stadt, der mit der Altersteilzeit gegangen ist. So, da hat der Kellerer erst einen Beschluss herbeiführen müssen, dass ich überhaupt den Anspruch gekriegt habe, dass ich Altersteilzeit nehmen kann. Ja, genau genommen hätte ich gesagt, das war jetzt falsch gewesen, aber die hätten wir ja noch gebraucht. Freilich. Ich habe Zusatzversorgung gezahlt, war es früher das Teufel selber, dann hat es die Stadt ganz übernommen. So einfach war es nicht. Naja. Was darfst du jetzt zu deinen Kollegen sagen, warum die jetzt da nicht mitmachen? Ich verstehe es ja auch nicht, weil wir haben ja einen Antrag gestellt auch im Rathaus, also ganz offiziell über den Stadtrat. Und da hat es immer irgendwelche gegeben, ja, den müssen wir ja betreuen und so weiter, da haben wir ja nichts davon, wir haben gar nicht die Zeit dafür. Ich denke, das ist bei euch einfach hervorragend gelaufen, da hat es nie ein Problem gegeben, dass man da gesagt hat, das kostet einen Haufen Aufwand, das machen wir nicht. Ja. Das, ich meine, da draußen, was da jetzt läuft, da will ich nichts sagen. Das läuft nicht schlechter und nicht besser wie bei mir, aber naja, gut. Nein, da kann man nichts sagen. Aber das ich habe eine gute Erfahrung gemacht, muss ich sagen. Die waren fleißig. Ich weiß nicht, wie der Ball gegangen ist, der hat ja Tränen in die Augen gehabt. So ein Romanzbild und so. Ding war Ungarn, war der, oder? Ja, ja, damals waren noch welche aus Ungarn. Heute ist Ungarn bei der EU, da zählt das nicht mehr als Flüchtling, aber das waren noch andere Zeiten. Ja, ja. Vielleicht einmal jetzt das nochmal schauen. Wie gesagt, wir haben ja so viel, so Höhen und so Tiefen eigentlich mitgemacht. Wir haben ja auch unter anderem in der Anfangszeit welche gehabt aus Indien, die waren zwar in Puchheim drüben gewesen und da haben wir dann hier indischen Tee ausgeschenkt, um die Leute in Kontakt zu bringen. Ja. Es war eigentlich immer eine ganz gute Gelegenheit gewesen, sowas. Ja. Ja. Und wir haben das auch irgendwie, glaube ich, schon ganz gut hingebracht dann insgesamt. Das waren aus dem Iran welche da wohnen auch noch welche in Bruck übrigens. Die waren vielleicht nicht alle im Bauhof, aber vielleicht kannst du dich noch erinnern, wo die ersten untergebracht worden sind, am alten Schlachthof in dem Gebäude vorne, das abgerissen worden ist. Weißt du das noch? Der vordere Teil, wo der Parkplatz ist, das war die erste Unterkunft. Ja, da war er so viel Wechsel, da nach der Freibank, da in dem Gebäude. Ja, da drin. Ja, da war er viel Wechsel. Da hat man ja, weiß der Teufel, wem alles eingewiesen und Ding. Und dann hat man einmal eine Zwangsräumung gehabt da drüben. Die hat dann der frühere Polizeichef, den ist da schwer am Herzen gelegen, dass da nichts passiert, weil den, wo wir da ausgezogen haben, und die Möbel sind noch eingestellt worden da drunten beim China und der das war ein aggressiver Typ. Das waren aber jetzt keine Flüchtlinge, nicht? Das nein, Flüchtling. Da war jetzt nichts durcheinander. Nein, und das hat der Zinner, der damalige Chef von der Polizei, der Zinner Hans, der hat das überwacht und war selber mit dabei. Ja. Nein, aber da war unsere erste Unterkunft, kann ich mich erinnern. Ja. Wir relativ viele kamen und das war 86 gewesen, weil seit 86 war ich dann ja dabei gewesen. Mhm. Und die waren auch in der Ludwigshöhe und da dort eben im alten Schlachthof. Ja, ja. Und im Schlachthof, das war jetzt so ein bisschen schwierig, da hat es ein bisschen übel gerochen, sage ich mal damals, weil da waren immer die Schlachtabfälle und so weiter. Also da waren unten die ganzen Fälle und das Zeug drin. Genau. Das war da nicht so schön. Der Raum drin, wo man die Fälle eingesalzen hat und war natürlich nicht ganz so schön und nicht so gut, wie du sagst, da war es ein bisschen grober. Ja, mein Gott, ist halt einmal so. Ja, aber wie gesagt, die Essenz aus der Geschichte, die wir miteinander gemacht haben, über die Arbeit lassen sich die Menschen am besten integrieren und sie kriegen ja auch ein Selbstwertgefühl, wenn sie mit dabei sind. Ja, das habe ich auch aufgebaut. Ja. Der Jakob war ja ganz ruhig, der hat ja kein
der hat überhaupt kein Selbstwertgefühl nicht gehabt. Wenn du das merkst, dass so ein Mensch ein Ding, und den kannst du nicht bloß immer schimpfen, den musst du das zeigen, wie geht es, den musst du hochbringen, schauen, dass er eine eigene Meinung kriegt. Und sonst traut er es nicht sagen, weil er allweil, das muss man verstehen, dass die Leute, die kommen darüber, sind der Sprache nicht mächtig und alles und sind froh, dass sie da untergekommen sind. Und die werden schon eine Stütze geben, was ich sagen. Ja. Aber schwer dem, das hat man einer. Aber was haben wir, hast du doch so unter den unter der Bevölkerung, du hast da immer einen guten Kontakt gehabt. Haben die da nicht manchmal welche irgendwie vielleicht ein bisschen blöd gemacht, was macht das mit den Flüchtlingen? Weil da waren ja, mir hat ja nie einer traut, also dass da einer gesagt hat, das passt nicht oder das wollen wir nicht oder was macht es ja mit denen? Nein. Da hat sich keiner eigentlich traut, gell? Nein, eigentlich nicht. Nein. Was vielleicht schon noch ganz wichtig ist, ich glaube, da sind wir beide im gleichen Boot immer gewesen oder sind es immer noch. Wir sind halt alte Brucker natürlich und so leicht kann uns nicht einer was anhaben. Und deswegen haben wir ein gewisses Standing, wie man auf Englisch halt sagt. Ja. Und da können wir natürlich auch was vermitteln. Ja, mei. Weil wenn du sagst, das passt so, dann akzeptieren das die anderen auch. Ja, du darfst nicht vergessen, ich habe ja x-mal einen Volksfesteinzug von Leichnam oder sonst was die ganzen Veranstaltungen gemacht oder die Vereine geholfen. Der Buchhauer hat gesagt, Herr Felber, wir haben kein Kulturzentrum, helfen die Vereine ein bisschen. Nein, sage ich, aber dem müssen Sie aber schon absegnen. Nein, was so Kleinigkeiten sind, machen Sie das. Dann habe ich aber gesagt zu dem Vorstand von den Vereinen, du schreibt, lasst einen Schriftführer, einen Bürgermeister zukommen und bedankt euch, was die Stadt gemacht hat. Sage ich, so einfach geht das nicht. Ja, der Steher kommt dann als Nachfolger. Und der Steher sagt, Herr Felber, aber ja, nicht schlechter wie beim Buhr. Ja, so war das halt einmal. Und dann kam Frau Schumacher. Ja, die war am gleichen Thema. Die wollte da gar nicht viel wissen. Die hat gesagt, halten Sie diese Leute vom Leib. Ja, so war es halt einmal. Das wird schon. Da ja. 86, dann. Der Kaninchenzüchter, der hat draußen, ja, Kaninchenzuchtverein war der Dingvorstand. Da. Den gibt es jetzt gar nicht mehr. Nein, den gibt es nicht mehr. Der war draußen in der Materbrei-Halle und hat da vom Zuchtverband da den Auftrag gekriegt, der soll da eine Ausstellung machen. Den haben auch einen Container hingestellt und Ding und ein paar Fahnen hingestellt und ein Rednerpult und der Hadra hat gesagt, du, Hasra hat gesagt, dir tue ich noch ein paar Blumen hin. Ja, aber das war das Wichtige jetzt eigentlich, wenn man so in der Gesellschaft, sage ich jetzt einmal, entsprechend involviert ist und auch entsprechend akzeptiert ist, kann man auch eine Brücke bauen. Ja, nein, da gibt es nichts. Und da muss ich sagen, da warst du eigentlich ein hervorragender Brückenbauer. Ich? Ja, muss man einfach sagen. Ich meine, auf der Lände nicht, die steht heute noch so, wie es damals gestanden ist. Da steht jetzt heute ein Backer da. Ja, die kommt jetzt weg, aber die menschliche Brücke, sage ich mal. Ja, war, ist ja optisch verstanden. Das war da auf alle Fälle so. Ja, auf alle. Nein, die ganzen Vereine, das ist jetzt wurscht. Ob es 86 der Kolpingsverein war, der hat damals ein Jubiläum gehabt. Und da kam der Hermann zu mir, ich habe es noch im Kopf, und sagt, du Fritz Scheier, da brauchen wir da vorne und das und das und da. Sag ich, hast du ein gescheites Rednerpult? Ja, haben wir im Heim schon, aber sag ich, du brauchst ein schönes und das braucht ein bisschen rausmachen und da gehören ein paar Blärmerl hin und Ding. Und dann haben wir den schönen Teller, Jubiläumsteller, haben wir dann geschenkt. Da muss ich sagen, Respekt. Nein. Ruprecht, den kennst du wahrscheinlich auch noch. Der Ruprecht Sepp? Ja. Strom vom Ruprecht Stüberl, vom St. Bernhard. Ja, richtig, genau. Ja, der war auch so in der Richtung aufgestellt, weil da sind sie immer am Sonntag dann gewesen, weil der hat die mal an der Ludwigsee abgeholt und hat die zum Tischtennis eingeladen. Ja. Und da hat es dann einmal ein Bier gegeben und so weiter. Also der hat die Integration auch entsprechend gepflegt. Und wenn er mal irgendwann zu viele Probleme gehabt hat mit nicht bezahlen von Tickets und dann hätte er wieder pfänden müssen, weil der Ruprecht Sepp hat ja bekanntlich im Finanzamt gearbeitet. Ja. Und dann hat er gesagt, irgendwie werden wir schon billiger machen. Ja. Hat er schon einen Weg gefunden? Ja, das war auch ein guter Typ. Ja, war ein guter Mensch. Auf alle Fälle, den hat man sich immer verlassen können. Und der hat auch drum, St. Bernhard hat der damals haben die richtig
hat der noch Leute eingeteilt, die wo zusammengekehrt haben und den Gehsteig und das Zeug. Das war einwandfrei. Und der Ruprecht Sepp, den war es ganz wichtig, dass man von Leichnam hat er ungefähr 35 Birken gebraucht. Schön, ja, so gut. Ja. Aber wie gesagt, der hat sich ja dann mit den Flüchtlingen entsprechend. Ja, der war sogar in Ghana gewesen und hat den dort noch besucht dann. Überhaupt. Und da war einer, der war eigentlich sogar Boxer irgendwie gewesen und der hat sich dann in irgendeinem Bauhof die Finger weggeschnitten. Und ich komme jetzt nicht mehr genau, jetzt weiß ich, was war in Mammendorf fast gewesen. Mhm. Der war beim Freizeitzentrum an der Kreissäck und hat sich die Finger weggeschnitten. Weiß ich. Ja, hat dann schon was, ne? Mammendorf war es gewesen. Jetzt weiß ich, der Hauptfall in Puck irgendwo war der auch untergebracht, aber in Mammendorf war er. Ja, ja. Und dann hat der Ruprecht Sepp und seine Frau haben die dann in Ghana noch besucht, wie der dann wieder zurück ist. Ja, hat er zwar entsprechend schon Geld gekriegt dafür, weil es war ja Arbeitsunfall, aber das hat dann seine Freunde dort, und seine Familie hat dann das irgendwie anderweitig investiert. Auf die Dauer ist ihm nicht sehr viel von diesem Geld geblieben, aber er hat halt keine Finger mehr gehabt. Gell? Ja, mein. Dann hast du gestern 4,5 für Schreinerei. Und ich kann mich erinnern, dass vom Bauhof auch manchmal, die sind dann aufgefahren in die Ludwigs, haben die dort abgeholt und so weiter. Das kann ich mich noch erinnern. Den Ding haben wir, den Trimpfad, wie ich gebaut habe, gebaut gehabt habe, da habe ich aber ein Ding raufgeschickt. Und der hat da drum mal das Laubwecker da. Jetzt im Herbst war es da, hat der das Laubwecker da, und dass man da raufsausen kann und die Treppen kriegt. Und die Treppe ist zu. Die Treppe ist er nicht zu gehen, sage ich, das ist eine sportliche Schikane, ich merke es einer das einmal. Sag ich, weil die 75 Eintritt gehabt hat und 25 Steigung. Und das war damals der Weltfitter-Parcours. Nach diesen Vorgaben haben wir den gebaut. Also ich habe den damals in die Hand genommen, da war der Hölzl. Zur Erklärung, das war einer von den ungarischen Geflüchteten damals, der einer von deinen Schützlingen war, der dann einen normalen Arbeitsvertrag gekriegt hat. Dann dort der Laszlo hat sich in der Werkstatt mit dem Großbärtel nicht so vertragen. Der hat auch moderne Technik, so wie wir gehabt haben, die Schrauber und das ganze Zeug, hat sich ja nicht ausgekannt. Da war er, da hätte er Nachhilfe gebraucht. Ja, das ist tatsächlich jetzt nochmal so ein Stichwort, das mit der Nachhilfe. Wir sagen jetzt heutzutage Anpassung, dass man manche natürlich, wie heißt es, nachqualifizieren muss. Ich habe vorgestern im Landrat eine Diskussion gehabt, der hat gesagt, die Qualifikation, die passt halt nicht, weil wir wollen ja immer die Fachkräfte halt, dass man die anwirbt, weil wir ja zu wenig Fachkräfte haben und wenn solche wie meine Wenigkeit in die Rente gehen sollten, gibt es keine Rente mehr, weil wir zu viel sind, da bräuchte man natürlich Fachkräfte. Auf der anderen Seite, die finden wir auch nicht so ohne weiteres. Nein. Und ich sage jetzt immer, das war der richtige Weg eigentlich gewesen, dass man die heranführt. Und da gibt es dann schon mal Fortschritte. Ich habe heute welche, die sind Ingenieure bei BMW. Ja. Sind vor fünf Jahren aus Syrien gekommen. Und jetzt ist er Leiter von einer ganzen kleinen Abteilung. Ja. Mit 23, 24 Jahren im Bereich der EDV. Ja, ja. Ja. Nein, du musst es ihnen beibringen. Und diese moderne Technik, Laszlo, der war ein bisschen so selbstbestimmend und der hat sich mit einem anderen Mechaniker um ihn beherrscht, überhaupt nicht. Ja, es ging überhaupt nicht. So sind halt Leute manchmal, gell? Ja, unabhängig von dem, nix. Der war schon, der war schon ein Störer, der Erfinder. So. Naja, aber so waren sie halt alle nacheinander, du musst halt alle ein bisschen eintaxieren.